Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe es mir hier im Wald mal so einigermaßen gemütlich gemacht. Hier kommt zwischen den Bäumen, zwischen dem restlichen Laub, das noch auf den Bäumen ist, gerade so die Sonne durch und beleuchtet mein Fahrrad da so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe letztens meinen YouTube-Kanal mal durchgeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich zu meinem Rad noch gar keinen Bike-Check gemacht habe und ich habe gedacht, jetzt ist es Zeit. Viele von euch haben es auch schon geschrieben und auf vielen Videos sind in Kommentaren, dass ich mal einen Bike-Check zu meinem Rad machen soll und ich habe gedacht, heute ist es an der Zeit, dass wir das mal machen. Und genau, ich würde sagen, für euch gibt es jetzt erstmal ein paar Drohnenaufnahmen hier aus der Gegend, damit ihr erstmal seht, wo wir überhaupt sind. Und dann geht's los, dann erzähle ich euch ein bisschen was zu meinem Rad. Und ich würde sagen, ab in die Luft, let's go. Ja Leute, ich hoffe, euch haben die paar Drone-Shots nach dem Intro gefallen und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit meinem Rad. Ich erzähle euch ein bisschen was ist an meinem Rad alles dran und blende euch zwischendrin immer ein paar Shots ein, damit ihr das auch genau seht, weil jetzt von weitem, denke ich, ist es relativ schwer zu erkennen. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen mal an beim Rad allgemein. Das ist ein Pivot Firebird 29 in der Rahmengröße M und in der Farbe Sandstorm. Genau, gibt es immer noch so zu kaufen, ist das aktuelle Modell. Ich habe mein Rad jetzt mittlerweile 1,5 Jahre. Für die Leute, die es interessiert, den DW-Link, da kann man die Rahmengeometrie zwischen High und Low einstellen. Ich fahre das aber bisher immer auf der Einstellung Low. Ich habe auch die Einstellung High noch nie ausprobiert. Da kommt das Tretlager ein bisschen höher und dadurch eher bergauf orientiert. Aber durch das, dass ich das Rad ja meistens auf Trails und so benutze, habe ich das eigentlich immer auf bergab, also Low, eingestellt. Genau, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, erstmal bei den Federelementen. Die Federelemente habe ich in letzter Zeit erstens ein bisschen rumprobiert, das habt ihr auf YouTube gesehen, und zweitens habe ich vorne die Gabel auch getauscht. Ursprünglich war in dem Rad eine Fox 36 Factory drin, auch mit 170 mm Federweg in der Grip 2 Variante. Ich habe jetzt geupgradet auf die neue Fox 38, die, denke ich, zu 100% zu diesem Rad passt. Also Fox 38 allgemein, ich meine jetzt nicht farblich oder aussehenstechnisch, aber ich denke, der Einsatzbereich von der Fox 38 trifft absolut zu dem Rad zu. Und das ist auch mein persönlicher Eindruck. Also ich finde es einfach Hammer. Die Gabel passt perfekt, die Gabel macht Spaß. In dem Rad kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Genau, wir haben jetzt hier 38 mm Standrohre, die neuen Entlüftungen, die es gibt für die Fox 38 und auch die neue Grip-Kartusche. Genau, in der Limited Pistazio-Variante und ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich finde es Hammer, lohnt sich mega. Hinten habe ich den Fox Float X2 mit 162 mm Federweg, so wie das Rad eben standardmäßig kommt, mit 170 in der Front und 162 am Heck. Mit dem bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich habe jetzt in letzter Zeit den Pushdämpfer mal getestet von MRC Trading, hatte ich da einen Pushdämpfer mal zum Testen. War mega interessant und da entscheide ich mich jetzt in den nächsten Wochen, Tagen, ob ich da einen Wechsel mache oder nicht. Ich denke, der Stahlfederdämpfer hat gut zu dem Rad gepasst, aber ich denke, da kommt dann nochmal ein extra Video zum Thema Dämpfer. Aber jetzt standardmäßig in meinem Rad erstmal der Fox X2. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Antrieb. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich davor sitze, aber im Prinzip ist es ein kompletter SRAM XX1 Eagle Antrieb. Da hat sich auch nicht so viel dran geändert. Hinten ist SRAM XX1 Eagle Kassette mit 10 bis 50 Zähnen. Vorne eine SRAM XX1 Kurbel mit einem 30er Kettenblatt, das habe ich gewechselt von 32 auf 30, da hat man am Berg noch ein bisschen mehr Reserve. Genau, Pedale fahre ich von HT, jetzt ganz neu, die HT Enduro. Ich bin mega zufrieden, ich finde es cool, dass man die einstellen kann. Ich habe die, glaube ich, so auf
zwischen halb und dreiviertel Härte eingestellt. Damit komme ich eigentlich sehr gut klar. Ich finde die mega cool. Ich bin lange Zeit Crank Brothers gefahren, aber wollte jetzt einfach mal was anderes probieren. Und deshalb sind es jetzt erstmal die HT geworden. Das war es eigentlich fast schon zum Antrieb. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Kettenführung fahre ich vorne eigentlich von E13. Da ist jetzt aber aktuell nur noch der Barschguard dran, weil mir oben die Kettenführung kaputt gegangen ist. Ich hatte aber jetzt in letzter Zeit außer im Rennen keine Probleme ohne Kettenführung. Ich habe da was ganz Cooles gesehen, dass es da von OneUp eine ziemlich geile Kettenführung gibt. Vielleicht überlege ich mir das auch in nächster Zeit. Aber genau, aktuell ist da eben nur der Barschguard dran von E13. Wo machen wir weiter? Sattelstütze ist eine Keinschock, Standard vom Pivot, was da so drin ist. Machen wir vielleicht weiter beim Cockpit und bei den Bremsen. Die Bremsen sind die Magura MT1893. Das ist die neue Limited Edition im Prinzip von der MT7. Da gab es ja mal diese gelbe Raceline, diese Danny McAskill Version. Und das ist jetzt im Endeffekt zum Jubiläum von Magura die neue Limited Edition, die MT1893. Da wurden auch nur 1893 davon produziert. Meine ist Nummer 1600. Das sind die Bremssättel auch nummeriert. Finde ich ganz cool. Ist im Prinzip eine normale MT7, nur dass die standardmäßig mit dem HC3-Hebel ausgeliefert wird und eben die Farbe ist besonders. Ich fahre Trickstuff-Belege, vorne eine 200er-Scheibe, jetzt aktuell von Magura und hinten auch eine 200er-Scheibe von Magura, aber hinten noch Centerlock, vorne 6-Loch, weil ich vorne schon ein neues Laufrad habe und hinten noch nicht, aber dazu später mehr. So viel gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Wir machen weiter beim Cockpit. Cockpit ist im Prinzip komplett von Aesculap. Ja, wir haben vorne den Aesculap-Vorbau mit 35 mm. Ich denke, bei so einem Enduro-Bike ist es die beste Variante, zumindest für mich. Ich bin ein 50er lange Zeit gefahren, aber mit dem 35er komme ich jetzt einfach viel besser klar. Vorne fahre ich außerdem den Fabio Wippmer Limited Edition Lenker, auch von Aesculap mit, ich meine, 9 Grad Backsweep. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich verlinke euch die Produkte von Aesculap einfach alle mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr die auschecken und seht genau, was für Sachen das sind, was ich da fahre. Und falls ihr eben die selber euch holen wollt, könnt ihr da auch schauen. Griffe fahre ich die neuen 711R Griffe in M. Ich komme damit mega gut zurecht. Es sind Griffe, die ohne Schelle sind, also nicht zum Festschrauben, sondern einfach normale Gummigriffe. Die drehen sich manchmal, wenn man runterfliegt und die kaputt gehen. Aber ansonsten, das nehme ich in Kauf, sage ich jetzt mal, weil die Griffe ansonsten meiner Meinung nach so gut sind, dass ich da noch keine Probleme damit hatte und ja, das einfach in Kauf nehmen, dass sie sich vielleicht manchmal drehen. Genau, das soweit zum Cockpit. Ah, meine Wurzel hier ist gleich weggebrochen, auf der ich mich irgendwie platziert habe. Genau, Sattel fahre ich aktuell den Aesculap 6OX, eher die nicht so sportliche Variante vom Sattel her, da ich bin ja schon davor einen anderen Sattel gefahren von Aesculap, eher die sportlichere Variante, aber jetzt mit dem 6OX. Ich finde es der bequemste Sattel von Aesculap. Ich habe ja viel durchgetestet, den Escantara gefahren und ja, jetzt den 6OX. Mit dem komme ich in letzter Zeit mega gut zurecht und deshalb, warum soll ich da was tauschen? Ist zwar ein bisschen schwerer als der Escantara, aber wie gesagt, ich habe da jetzt keine Probleme damit. Ich komme mega gut zurecht, ist ein bisschen dicker gepolstert und warum nicht mal bequem sein? Genau, wen es interessiert, ich fahre den in Breite 14, aber ich denke, das ist für euch relativ unrelevant, wenn ihr es interessiert seid an einem Aesculap-Sattel, dann geht in ein Fachgeschäft, lasst euch da beraten. Die ganzen Dealer findet ihr auf der Aesculap-Website, da könnt ihr eure Postleitzahl einfach eingeben und dann kommt ihr zum passenden Dealer und der berät euch, also zum Händler halt, und der berät euch da gerne und vermisst auch eure Sitzknochen, sodass ihr den richtigen Sattel für euren Arsch, sag ich jetzt mal, habt. Nee, macht es wirklich, bringt was, nicht einfach im Internet bestellen, sondern zum Händler gehen. Das schenkt sich preislich auch nicht so viel und da habt ihr auf jeden Fall eine gute Beratung. Zuletzt eigentlich noch zu den Laufrädern. Fahre ich vorne und hinten im Moment ein bisschen unterschiedlich. Vorne habe ich schon ein neues Laufrad von Nonplus Components, 29 Zoll logischerweise. Carbonfelge mit 35er Breite, also 35er Maulweite. Und vorne die neue Nonplus Components Narbe. Hinten fahre ich leider noch kein Nonplus Components Rad, weil die noch in der Testphase sind und ja, da erst Prototypen angefertigt werden. Deshalb dauert es einfach noch ein bisschen, weil ich ja hinten ein Sondermaß mit Super Boost Plus mit 152 mm habe, was ja nicht dem normalen Boost mit 148 entspricht und deshalb dauert es einfach ein bisschen länger. Deshalb fahre ich hinten noch mein normales Reynolds Laufrad mit der Industry 9 Narbe. Zu den Reifen, die auf den Laufrädern sind. Ich fahre vorne ein Maxxis Assegai, den neuen.
in 2,5 Breite in Exo, mit der Exo Plus Karkasse, aber mit Max Grip. Genau, gibt's noch nicht so lang, ist der neue Reifen. Ich komme mega gut zurecht. Assi geil vorne, habe ich jetzt schon den zweiten. Ist bisher mega geil. Ich will eigentlich nichts anderes fahren. Genau. Hinten war bei mir zuerst so die Überlegung, soll ich Dissector fahren oder Aggressor oder Minion SS. Aber ich habe mich auf jeden Fall jetzt für den Aggressor entschieden. Ich finde es super. Bin lange Zeit DHR gefahren, habe jetzt auf den Aggressor umgestellt. Der rollt ein bisschen besser, hat aber trotzdem ziemlich Grip. Deshalb komme ich gut damit klar und finde ich super. Ich fahre Double Down Karkasse. Hinten einfach safer gegen Platten und so. Ich denke, vorne reicht bei mir auf jeden Fall die Exo Plus. Ich kenne auch andere, die fahren Double Down vorne. Aber ich habe noch nie einen Platten vorne gehabt, seit ich das Rad habe. Deshalb. Genau, sehe ich es nicht ein, vorne eine Double Down zu fahren, lieber ein bisschen leichter und bei mir hält es. Von daher, warum nicht? Genau, so zu guter Letzt, ich denke, wir haben fast alles, würde ich sagen. Noch zur Flasche, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, obwohl ich es eigentlich nicht so schön finde, da unten eine Flasche hinzumachen, weil in Firebird-Rahmen ja keine Flasche reinpasst. Ich weiß, mir hat jemand auf Instagram geschrieben, dass es die Möglichkeit gibt, mit Abflexen und so von einem Fitlock-Halter eine kleine Fitlock-Flasche hier reinzubekommen. Ja, ich weiß nicht, wenn ich was zu trinken dabei habe, dann will ich viel dabei haben oder auch ausreichend. Und bei der Kleinen wird das immer ein bisschen knapp bei mir. Das heißt, entweder ich fahre ohne trinken oder halt mit der großen Flasche und gehe dann den Kompromiss ein, dass die halt da unten hängt. Mit der neuen Fitlock-Flasche mit dem Deckel geht es jetzt eigentlich auch recht gut. Ich zeige euch das mal ein paar Clips gleich. Da wird die Flasche zwar dreckig, aber eben durch den Deckel wird das Mundstück geschützt und man kann eigentlich immer sauberes Wasser trinken. Von daher ist es ganz okay. Ich würde sagen, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Vielleicht an der Gabel noch mein Mudguard. Vielleicht ist einfach das Fox Mudguard. Das ist jetzt ganz neu für die Fox 38, für Fox 36. Ich weiß nicht, ob es bei der 34 auch geht, aber für die neue 38 und 36 gibt es auf jeden Fall jetzt von Fox ein eigenes Mudguard. Das habe ich auch montiert. Ist mega stabil, mega fest. Ich komme damit klar. Finde es super. Aber ich würde sagen, das war's von meinem Rad. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Settings oder Reifendruck oder keine Ahnung, wie ich meine Gabel eingestellt habe oder so irgendwas. Wenn ihr da irgendwas Persönliches wissen wollt, dann schreibt mir entweder auf Instagram oder ihr schreibt einfach hier einen Kommentar auf YouTube. Dann beantworte ich euch das gern, das ist kein Problem, falls ihr da irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten war's das, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich schneide euch jetzt am Ende nochmal ein paar Clips, die ich vielleicht zwischendrin schon geblendet habe, nochmal zusammen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und Like, so das halt, was man halt immer macht. wenn es einem gefallen hat, würde ich mich drüber freuen auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao.